Gutachter gelten als unantastbare Kapazitäten. Gerichte, Versicherungen und Politiker stützen sich auf ihre Aussagen und machen folgenreiche Entscheidungen von ihrem Urteil abhängig. Doch immer wieder geraten Sachverständige ins Zwielicht. Marianne Ostertag aus Lappersdorf bei Regensburg zweifelt seit langem an der Moral eines Gutachters. Die frühere Bankangestellte leidet an schweren Krankheiten. Zahnfüllungen aus Amalgam, glaubt Marianne Ostertag, haben die Beschwerden ausgelöst. Ich hatte buchstäblich den Tod im Nacken sitzen. Ich hatte Hautausschläge. Ich hatte Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Teilweise ein Kribbeln an den Beinen und an den Armen. Eine immer wieder aufflackernde Trigeminusneuralgie. Sehr starken Haarausfall, Asthma und sehr viele Allergien. Das Asthma wurde so stark, dass Marianne Ostertag sogar ein Inhaliergerät brauchte. Nach langem Zögern ließ sie sich einen Zahn ziehen und damit auch die erste Amalgamplombe entfernen. Seit diesem Tag, wo der eine Zahn gerissen wurde, musste ich nie wieder an dieses schreckliche Inhaliergerät. Ich hatte keine andere Chance, wenn ich gesund werden wollte, dass ich mir Zahn für Zahn entfernen lasse. Eine Autostunde von Regensburg entfernt arbeitet Professor Thomas Zilker, Leiter der toxikologischen Abteilung am Münchner Klinikum rechts der Isar. Obwohl er wöchentlich eine Umweltsprechstunde abhält, schließt er Erkrankungen durch Umweltgifte aus. Dementsprechend auch seine Meinung zum Thema Amalgamvergiftungen. Meines Erachtens ist es nicht möglich, durch Amalgam vergiftet zu werden. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Mengen, die aus dem Amalgam an metallischem Quecksilber herauskommen und die auch wirklich vom Körper aufgenommen werden, sind zu gering, als dass sie eine Vergiftung auslösen würden. Eine Erklärung, woher die Beschwerden eines solchen Patienten kommen, hat er schnell zur Hand. Die Beschwerden kommen nicht daher, dass er im körperlichen Sinne krank ist, sondern dass er ein psychisches Problem hat. Und er sucht jetzt verzweifelt außen nach einer Erklärung. Ausgerechnet diesen Experten konsultierte Marianne Ostertags Versicherung. Von seinem Gutachten machte die Vereinte Krankenversicherung in München die Bezahlung der Amalgamsanierung abhängig. Das Ergebnis des Gutachtens ist für mich niederschmetternd. Die Vereinte hat daraufhin sämtliche Erstattungen abgelehnt. In dem Gutachten wird eine Amalgamvergiftung ausgeschlossen. Marianne Ostertag kann das nicht verstehen. Nicht, weil sie dem Professor fachlich widersprechen will. Sie wirft Thomas Zilker vor, sich über ihren Fall gar nicht informiert zu haben. Ich habe mindestens 25 Einzellaborbefunde, das heißt über sämtliche mir entfernten Gewebe habe ich Laborbefunde vorgelegt, über jeden gezogenen Zahn. Es war überall eine massive Werterhöhung, sodass eigentlich gesichert ist, dass ich eine Schwermetallintoxikation habe. All diese Unterlagen habe ich der Vereinten übergeben und die hat laut Aussage der Vereinten diese an Herrn Dr. Zilker oder Professor Zilker weitergeleitet. Gerade diese Befunde sind im Gutachten mit keinem Wort erwähnt. Wir fragen bei der Vereinten nach. Die Auskunft, sagt die Versicherung selbst, klingt nach einer Ausrede. Die Dokumente legen zwar vor, bloß wisse man nicht mehr, ob man sie schon hatte, als Professor Zilker beauftragt wurde. Dieser hat die Laborbefunde laut eigener Aussage nie erhalten. Doch mit welchen Unterlagen hat Thomas Zilker sein Gutachten dann erstellt? Wir haben ganz bestimmte Unterlagen gehabt, wo, kann ich nicht sagen, müssen es mir jetzt mal geben, das ist jetzt unfair, was ich mit mir mache. Weil da muss ich mal die Fragestellung des Gutachtens überhaupt anschauen. Ne? Also jetzt hört es mal auf, weil das ist ein Blödsinn, dass ich mich jetzt damit... Thomas Zilker unterbricht das Interview und holt seinen Kollegen, der mit ihm das Gutachten erstellt hat. Gemeinsam wollen die Experten herausfinden, aufgrund welcher Unterlagen sie sagen konnten, dass Frau Ostertag nicht durch Amalgam erkrankt ist. Doch auch nach halbstündiger Beratung finden die Wissenschaftler nicht ein Dokument, das sich auf eine mögliche Vergiftung durch Amalgam bezieht. Im Gutachten steht, dass es keinen einzigen Hinweis auf Untersuchungen gab, die bei Amalgam verursachten Beschwerden durchgeführt werden. Es hätte immer noch die Möglichkeit bestanden, Frau Ostertag selbst zu untersuchen. Doch auch das haben die Experten nicht getan. Sie gutachteten bloß nach Aktenlage.
nach Akten, in denen es keine auf Amalgam bezogenen Unterlagen gab. Marianne Ostertag hat inzwischen ihre eigene Meinung über Professor Zilker. Er muss sicherlich die gleichen hellseherischen Fähigkeit haben wie der Gesundbieter Wallimann in den Schweizer Alpen. Aber ich gehe davon aus, dass selbst der noch sorgfältiger arbeitet als Herr Professor Zilker. Denn dem muss man vorher ein Foto schicken. Jedenfalls kann Professor Zilker beim Interviewtermin das Zustandekommen des eigenen Gutachtens nicht erklären. Er rät sicherheitshalber, sich auf seine Expertise nicht allzu sehr zu verlassen. Wenn hier drin steht, sie ist nicht Amalgam vergiftet, dann kann das unmöglich bedeuten, dass das sozusagen ein für alle Gerichte endgültige Wirksamkeit hat, sondern man müsste dann, wenn ein Sozialgerichtsprozess ansteht, immer neue Gutachten erstellen, wo dann alle Unterlagen auf den Tisch kommen. Der Versicherung genügte Thomas Zilkers Aussage völlig. Aufgrund seines Gutachtens sei eine Bezahlung der Behandlungen, inzwischen fast 100.000 Mark, nicht möglich. Darauf stützen sich mittlerweile auch andere Gutachter. Dr. Zilker sei schließlich unter Würdigung vieler Vorbefunde zu dem Ergebnis gekommen, dass Frau Ostertag nicht durch Amalgam vergiftet sei. Hat die Versicherung dieses Ergebnis erwartet? Die Position von Professor Zilker zum Thema Amalgam und Umweltvergiftungen ist öffentlich bekannt. Wurde er gerade deshalb beauftragt? Die Vereinte bestreitet das vehement. Die Versicherung lehnt ein Interview ab und teilt per Fax mit, man suche nicht nach Gefälligkeitsgutachtern, sondern nach fachlicher Kompetenz. Und es sei nicht nachvollziehbar, Professor Zilkers Reputation in Zweifel zu ziehen. Uns bleibt unerklärlich, wie ein Experte ein Gutachten erstellen kann, ohne dabei entsprechende Unterlagen zu haben und ohne den Patienten jemals gesehen zu haben. Wir suchen den Toxikologen Professor Ottmar Wassermann in Kiel auf. Er ist für seine kritische Position gegenüber den Kollegen bekannt. Sie maßen sich eine Macht an, wirklich Richter in weißen Kitteln zu sein und nehmen den Richtern auch schon das Urteil ab durch ihre Gutachtertätigkeit. Die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft steht auf dem Spiel. Und wenn die verspielt wird, dann können Sie den Wissenschaftsladen zumachen. Und daran sind die Wissenschaftler selbst schuld. Ein Urteil, sagt Professor Wassermann, das auf jahrelanger Auseinandersetzung mit medizinischen Gutachten beruht. Ja. Angela Vogel aus Altenstadt leitet den Verband Arbeits- und berufsbedingt Erkrankter. Sie publiziert eine Fachzeitschrift, in der sie immer wieder Ungereimtheiten in Gutachten aufdeckt. So sind laut Angela Vogel viele Sachverständige Stammgutachter der Unfallversicherungsträger, kurz UVT. Sie fühlen sich, meint die Interessenvertreterin, aufgrund lukrativer Aufträge oft allzu sehr deren Wünschen verpflichtet, möglichst keine Zahlungen leisten zu müssen. Vertrauliche Unterlagen belegen, dass Berufsgenossenschaften eigene Listen über Beratungsärzte führen. Angela Vogel warnt vor Konsequenzen. Es ist davon auszugehen, dass viele Zehntausende von Betroffenen von Gutachtern begutachtet wurden, die in einem quasi Dienstverhältnis zu den UVT selber stehen und von daher nicht als unabhängig gelten können. Einer, der im Auftrag einer Berufsgenossenschaft begutachtet wurde, ist Mehrdad Moravecci aus Heidelberg. Also ich arbeite da als studentische Hilfskraft in der Mikrobiologie-Institut der Universität Stuttgart. Da hat man mit Dioxinen experimentiert. Als ich dann meine Arbeit da anfing, wusste ich gar nicht, dass man mit solchen Gefahrstoffen da arbeitet. Ich bin einfach hingegangen und hat man uns gesagt, ja, wir arbeiten auf diesem Bereich. Um was es sich genau dabei handelte, um welche Eigenschaften die hatten und so, da war weder für mich, sonst für irgendeinen anderen Mitarbeiter da bekannt. Das Labor wurde mittlerweile geschlossen. Mehrdad Moravecci ist überzeugt, dass er sich hier schwere Krankheiten zugezogen hat. So fing es an mit Kopfschmerzen und dann Müdigkeit. Und das heißt, im Laufe der Zeit wurde noch nach und nach schlimmer. Dann Konzentrationsschwäche und Hautausschläge.
trockene Augen, dieses Sika-Syndrom, Infektlabilität bis zu Koma-Zustand, wo ich mehrere Stunden am Tag schlief, ohne zwischendurch mal aufzuwachen. Seitdem ich dann an diesen Dioxin erkrankt war, war für mich nur einziges wichtig, dass ich mich wieder gesundheitlich in dem Zustand bringe, wie damals, weil das war eine unvorstellbare Situation für mich. Durch viel Sport und eine totale Umstellung der Ernährung hat sich Mehrdad Morawiecki mittlerweile erholt. Offiziell jedoch war er nie dioxinkrank. So steht es in einem Gutachten, das von der zuständigen Berufsgenossenschaft in Auftrag gegeben worden war. Erstellt hat dieses Gutachten der Heidelberger Arbeitsmediziner Professor Gerhard Triebig. Er sollte klären, ob Mehrdad Morawiecki wirklich durch Dioxin erkrankt war. Professor Triebig ist einer der umstrittensten Sachverständigen Deutschlands. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg ermittelt gegen den Direktor des Instituts für Arbeitsmedizin. In mehreren Fällen, bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, soll Professor Triebig unrichtige Gesundheitszeugnisse erstellt haben. Bei Mehrdad Morawiecki ließ Gerhard Triebig Blut abnehmen und in dieses Hamburger Labor schicken. Aufgrund der Blutanalyse schloss Professor Triebig, dass keine Berufskrankheit vorliege. Dafür seien die ermittelten Dioxinwerte zu gering. Mehrdad Morawiecki wollte das nicht glauben. Er ließ auf eigene Kosten eine zweite Blutanalyse bei einem anderen Institut vornehmen. Also bei dem zweiten Untersuchung war eindeutig Vorhandensein von großen Mengen Chloridedioxinen zu sehen. Dieses Dokument zeigt die beiden Blutproben. Professor Triebigs Dioxinwert ist links oben zu sehen. Rechts das Ergebnis von Mehrdad Morawieckis privater Blutprobe. Hier ist der Dioxinwert sechsmal so hoch. Er bat einen Experten um eine Erklärung. Der Analytiker Wolfgang Eckrich kam zu einem eindeutigen Ergebnis. Die beiden Blutproben können nicht von derselben Person stammen. Eine Aussage, die für Mehrdad Morawiecki nur einen Schluss zuließ. Die Blutproben seien an Professor Triebigs Institut vertauscht worden. Wir bitten Professor Triebig um Stellungnahme. Ein Interview lehnt er ab. Er teilt jedoch schriftlich mit, dass derart unterschiedliche Analysewerte durchaus möglich seien. Mehrdad Morawieckis Unterstellungen seien daher falsch und sachlich völlig unbegründet. Das belege schon die Tatsache, dass Mehrdad Morawieckis Schadenersatzklage wegen Falschbegutachtung abgewiesen worden sei. Und zwar mangels Nachweisbarkeit eines ihm durch die Begutachtung entstandenen Schadens. Sicher ist jedoch, dass gegen Professor Triebig immer noch Ermittlungen in mehreren Fällen laufen. Ende Januar sollen sie nach Auskunft der Staatsanwaltschaft abgeschlossen sein. Die Integrität des Arbeitsmediziners wird nicht zum ersten Mal in Frage gestellt. So äußerte ein Gericht in Gelsenkirchen erhebliche Zweifel an seiner Unabhängigkeit und warf ihm vor, für Berufsgenossenschaften Gutachten im Fließbandverfahren zu verfassen. Und nicht nur das. In der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Ludwigshafen seien ihm sogar eigene Räumlichkeiten und Personal zur Verfügung gestellt worden. 259 Gutachten soll Gerhard Triebig in einem einzigen Jahr geschrieben haben. Das kann man eigentlich nur als ein besonderes Symptom, sagen wir mal, einer Durchfallerkrankung betrachten. Das kann keine Qualität mehr sein. Das ist fabrikmäßige Produktion von Gefälligkeitsgutachten. Ein Vorwurf, den Professor Triebig uns gegenüber entschieden als unzutreffend und falsch zurückweist. Mit berufsbedingt Erkrankten hat auch der Nervenarzt Peter Binz aus Trier zu tun. Er allerdings steht bei Berufsgenossenschaften als Sachverständiger nicht gerade hoch im Kurs. Das kommt daher, dass ich Ihnen sehr viele Leute gemeldet habe mit offensichtlich berufsbedingten Schäden und das waren die nicht gewöhnt und das wollen die nicht. Viele seiner Berufskrankheitsmeldungen betreffen Arbeiter aus industriellen Betrieben, wie dieser Schuhfabrik in der Nähe von Trier. Das hat bewirkt, dass die Ärztekammer ziemlich gleich mir drohende Briefe geschrieben hat. Das würde sich bei all diesen Fällen, die ich gemeldet habe, um Irrtümer vornehmen gesagt oder um Falschdarstellungen handeln. Und das werde man bald überprüfen. Und dann werde sich herausstellen, dass da nichts dran ist. Bei sämtlichen Überprüfungen, berichtet Peter Binz, hätten sich seine Diagnosen jedoch als richtig herausgestellt. Dann habe man versucht, ihn mit bürokratischen Schikanen zu bekämpfen. Ja, und dann kommen so langsam die Berufsgenossenschaften, die sich über die Ärztekammer dann wieder gegen mich melden. Dann werde ich ab und zu dahin zitiert.
Berufsgenossenschaften beschwerten sich bei der Ärztekammer, Peter Binz erteile zu wenig Auskünfte über Patienten. Nach Meinung von Dr. Binz ging es in Wirklichkeit darum, den unbequemen Arzt langsam zu zermürben. Oder dann kommen die Verfahren wegen angeblich ungenügender Auskunft über einen Patienten, dann werde ich nur zu 200 Mark Strafe verurteilt, aber zu etlichen 1000 Mark Nebenkosten und so fort. Wir konfrontieren die Ärztekammer Trier mit dem Verdacht des Arztes, dass sie sich zum Erfüllungsgehilfen der Berufsgenossenschaften mache, um den Unruhestifter unter Druck zu setzen. Doch der Pressesprecher beruft sich auf die Vorschriften. Wenn Anfragen von Seiten der Berufsgenossenschaft kommen, muss er sie beantworten. Und wenn wir dann von irgendeiner Berufsgenossenschaft gebeten werden, ihr behilflich zu sein, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das zu tun. Und das ist nicht gegen Herrn Dr. Binz gerichtet, sondern das ist einfach im Rahmen der Amtshilfe, müssen wir diesen Hinweis oder diese Bitte aussprechen, das zu beantworten. Peter Binz sieht das anders. Seinen Gegnern sei einfach jedes Mittel recht, um ihn in Misskredit zu bringen. Von Anfang an hat etwa der Kontrolldienst der Krankenkassen den Patienten gesagt, sie müssten sich einen besseren Nervenarzt aussuchen oder die Richter im Sozialgericht sagen, wenn sie schon von dem kommen, dann kommen sie sowieso nicht durch. Oder den Patienten wird gesagt, es gibt nicht nur verrückte psychisch kranke Patienten, es gibt auch verrückte Nervenärzte. Im Vorjahr leitete die Ärztekammer sogar ein Berufsgerichtsverfahren gegen Peter Binz ein. Dieser habe sich standeswidrig verhalten, weil er einen Kollegen beleidigt habe. Der betreffende Kollege, Professor Gerhard Triebig. Dem hatte Peter Binz vorgeworfen, was die Staatsanwaltschaft gerade prüft. Die Erstellung von Falschgutachten. Das, was die Kammer zu tun hat, ist darauf zu achten, dass das Berufsrecht eingehalten wird. Das heißt, dass er sich anderen gegenüber, seien das jetzt andere Ärzte oder seien das nun andere Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, dass er sich denen gegenüber dem Standesrecht entsprechend verhält. Sie überwacht also, ob ich irgendeinen Gutachter ironisch oder zynisch angreife, aber sie überwacht nicht, ob der Gutachter Falschgutachten schreibt. Das standesrechtliche Verfahren ging glimpflich aus. Es wurde gegen Bezahlung einer Geldbuße eingestellt. Peter Binz konnte glaubhaft machen, dass er Gerhard Triebig nicht beleidigen wollte. Ihm ging es lediglich um fachliche Kritik. Zum Beispiel im Fall des Schweißers Helmut Ronft. Nur 10 Autominuten von Dr. Triebigs Privatvilla entfernt, wohnt die Familie des mittlerweile an einem schweren Nervenleiden verstorbenen Arbeiters. In dieser Firma hat Ronft gearbeitet. Als er defekte Müllverbrennungsfilter reparierte, entstanden durch Funkenflug ätzende Dämpfe. Diese erschienen dem Schwiegervater schon damals höchst verdächtig. Durch die Funke habe das die Rückstände geglimmt. Das hat ein grünlich-bläuliches Dampfgeber oder Gas. Und ich finde, dass das überhaupt vielleicht auch eine Ursache mit war für dieses Leiden. Die Witwe des Schweißers erinnert sich noch gut an den ersten Tag, an dem Ronft inmitten dieser Dämpfe gearbeitet hat. Ich bin heimgekommen und hat dann erzählt, du, wir haben heute das und das gemacht und ihm ist nicht gut. Er hat Dampf oder was eingeatmet und er legt sich sofort hin. Und gut, stand nächsten Tag dann nochmal und ab dem Tag kann man eigentlich sagen, dass es, hat er immer Huste und Bronchitis und, aber man hat es auch irgendwie immer so wehgetan, gut Huste und das, Er war halt empfindlich. Ja, wenn er mal zum Doktor ist, da war schon wirklich was Akutes. Und dann ist aber immer, er hat dann Musik gemacht viel, er hat dann gemerkt, die Feinmotorik geht nicht mehr. Vermehrte Speichelfluss hat er gehabt. Und so ist dann eins nach dem anderen. Also, er hat eigentlich dann auch nicht mehr selbstständig essen können. Nein. Die Kur ist dann abgebrochen worden und er ist dann heimgekommen. Dann war er ein ganzes Jahr daheim, also dann unter Aufsicht des Hausarztes. Und der Hausarzt hat dann schon gesagt, also man könnte eigentlich nichts machen. Ne? Und in dem Jahr ist es dann so schlecht geworden. Helmut Ronft stirbt mit 34 Jahren. 2 Jahre vor seinem Tod wird Gerhard Triebig mit der Begutachtung seiner Beschwerden beauftragt. Auftraggeber, die Berufsgenossenschaft.
Ohne den schwerkranken Mann untersucht zu haben, erinnert sich der Schwiegervater, sei Professor Triebig zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Keine Kausalität herzustellen von seinem Beruf als Schweißer und demzufolge keine Berufskrankheit, ganz einfach. Auf unsere Anfrage bestätigt Professor Triebig diese Schlussfolgerung. Bei Schweißarbeiten, wie Helmut Ronft sie verrichtet habe, entstünden die entsprechenden Giftstoffe nicht. Der Staatsanwaltschaft Heidelberg liegt dagegen die Fachmeinung von Peter Binz vor. Er bezeichnet diese Behauptung als eine bewusste Falschaussage. Es sei auszuschließen, dass Gerhard Triebig nicht über die in der Fachwelt bekannte Giftigkeit von Schweißgasen informiert sei. Professor Triebig begann seine Karriere am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Universität Erlangen. Von dort kommende Wissenschaftler bekleiden leitende Positionen in ganz Deutschland. Rechtsanwalt Hans-Joachim Domeyer trifft vor Gericht immer wieder auf Gutachter dieser Erlanger Schule. Es sind meist Schüler eines bestimmten Lehrstuhls, die weitervermittelt werden. Wie vorhin gesagt, die herrschende Meinung in der Arbeitsmedizin wird organisiert. Das geht auch über die Besetzung von Lehrstühlen. Direktor des Erlanger Instituts für Arbeitsmedizin ist Professor Gerhard Lehnert. Er gilt als Doyen der deutschen Arbeitsmedizin. Seine Forschungen prägen wissenschaftliche Standards mit. Als Universitätsprofessor gibt er seine Erkenntnisse an Studenten weiter. Und als Gutachter kann er sich immer wieder auf die eigene Lehrmeinung berufen. 1994 macht Gerhard Lehnert für die Eisenbahnunfallkasse, die gesetzliche Unfallversicherung der Deutschen Bahn, ein Gutachten. Montagearbeiter der Bahn aus Nürnberg klagen über Kopfschmerzen, Übelkeit, Brechreiz, Herzstechen, Schwindel und Atembeschwerden. Einige brechen immer wieder ohnmächtig zusammen. Bald taucht ein Verdacht auf, woran das liegen könnte. In der Arbeitskleidung der Bahnarbeiter wird das Nervengift Pentachlorphenol, kurz PCP, gefunden. Dieses Holz- und Textilschutzmittel soll beim Reinigen der Berufskleidung in die Arbeitsanzüge gelangt sein. Angela Vogel vom Verband Arbeits- und Berufsbedingt Erkrankter hat den Fall der Bahnarbeiter verfolgt. Also in der Bahnstelle Nürnberg sind es 53 betroffene Kollegen. Bei 49 sind Berufskrankheitenanzeigen gemacht worden und 7 sind insgesamt begutachtet worden. 6 Gutachten verfasst Professor Lehnert, eines Gerhard Triebig. Und wieder finden die Experten keinen Zusammenhang zwischen dem Giftstoff und den Krankheiten der Bahnarbeiter. Die Eisenbahnunfallkasse lehnt die Anerkennung von Berufskrankheiten ab. Wir durchleuchten die Gutachten von Professor Lehnert. Die PCP-Belastung der Bahnarbeiter, sagt er, sei zu gering, um Krankheiten auszulösen. Als Grenzwert zieht er den sogenannten BAT-Wert heran, der besagt, dass bei Belastungen unter 1000 Mikrogramm PCP pro Liter Blut keine Gesundheitsschäden zu erwarten sind. Doch dies hält Angela Vogel für unzulässig. Der BAT-Wert für Pentachlorphenol ist insgesamt aufgehoben, weil Pentachlorphenol als Krebserzeuger eingestuft worden ist. Das heißt, es gibt gar keinen BAT-Wert. Professor Lehnert stützte sich auf einen Wert, den es zum Zeitpunkt der Begutachtung seit 4 Jahren nicht mehr gab. Heute dürfte PCP daher gar nicht mehr gefunden werden. Im Blut der Bahnarbeiter wurden jedoch bis zu 135 Mikrogramm PCP gemessen. Doch Professor Lehnert sah keinen Zusammenhang mit den Krankheiten. Das stellt er in allen Gutachten mit nahezu denselben Worten fest. Nur die Namen der Patienten wurden eingesetzt. Merkwürdig dabei, dass Gerhard Lehnert in einem Gutachten demselben Patienten 3 verschiedene Namenskürzel gab. Was darauf schließen lässt, dass hier serienmäßige Ablehnungen fabriziert werden. Seine Gegner nennen Professor Lehnert nur noch Ablehnert. Ein Gericht hielt es sogar für zulässig, ihn im Zusammenhang mit der Verharmlosung von Giften wie Dioxin einen Experten für Unbedenklichkeiten zu nennen. Der Grund für die wenig schmeichelhaften Attribute ist klar. Professor Lehnert pflege allzu innige Beziehungen zur chemischen Industrie und sei deshalb gegenüber ihren Produkten befangen, sagen Kritiker. Für die Firma Desovac, hielten Frankfurter Richter fest, fungierte der Professor sogar als bezahlter Berater. Der Wirkstoff der Desovac-Produkte, PCP, Gegenstand von Gerhard Lehnerts Gutachten bei den Nürnberger Bahnarbeitern. 1953 untersuchte er nach einem Betriebsunfall bei BASF in Ludwigshafen Arbeiter auf Dioxinschäden. Nachdem enorme Mengen des krebserzeugenden Gifts entwichen waren, litten viele Arbeiter unter schwersten Krankheiten.
Hautveränderungen schwerster Art, Chlorakne, sodass einer von diesen Betroffenen jährlich über 30 Jahre lang in die Hautklinik musste, um sich die Hälfte seiner Haut sozusagen abschleifen zu lassen. Furchtbar. Und bis hin natürlich zu einer großen Häufung von Krebserkrankungen, und die Todesfälle, die inzwischen eingetreten sind, waren alle durch diese Dioxinkontamination verursacht worden. Auch ein Hamburger Arzt dokumentierte die Auswirkungen von Dioxin. Professor Lehnert mochte jedoch dem Gift nicht die Schuld an den schweren Erkrankungen der BASF-Arbeiter geben. Rechtsanwalt Domeyer zerpflückte sein Gutachten. Damals ging es ihm im Wesentlichen darum, eine Position festzuzurren, dass Dioxin nicht krebserregend sei. Und dafür hat er ein generelles Gutachten erstellt, indem er sich auf Literatur bezogen hat, die es so nicht gibt, indem er Literaturstellen zitiert hat, die was anderes besagten, als er wiedergegeben hat, hat fehlerhafte Daten angewendet und auch falsche Berechnungen angestellt, um zu diesem Ziel zu gelangen. Das war ein offensichtlich von der Berufsgenossenschaft bestelltes Gefälligkeitsgutachten. Und auch diese Fälschung, die weltöffentlich als Fälschung auch vorgeführt worden ist und eigentlich nur Abscheu hervorgerufen hat, ist bis heute nicht zurückgenommen worden. Wir wollen Professor Lehnert um Stellungnahme zu den schweren Anschuldigungen bitten. Vor seinem Institut treffen wir ihn nicht an. Telefonisch lehnt er später ein Interview ab. Per Fax teilt Gerhard Lehnert mit, dass er sich auch schriftlich nicht zu konkreten Fragen äußern will. Begründung? Es sei für ihn deutlich, dass wir eine jahrzehntelange Diffamierungskampagne gegen ihn aufgreifen. Damit hätten wir einem objektiven Dialog die Grundlage entzogen. Die Nürnberger Bahnarbeiter verweist Professor Lehnert darauf, dass sie ja Widerspruch einlegen können. Das haben diese inzwischen getan. Derzeit sind die Verfahren beim Sozialgericht Nürnberg anhängig. Renommierte Experten sind bei der Industrie generell begehrt. Vor allem dann, wenn sie bereit sind, Unbedenklichkeitszertifikate für Produkte zu liefern, die im Verdacht stehen, gesundheitsgefährlich zu sein. Ein Paradebeispiel dafür sind inzwischen Holzschutzmittel. Die Zahl der Geschädigten geht in die Zehntausende. Renate Ammer aus Neu-Wulmsdorf bei Hamburg kann heute aufgrund ihrer Krankheit ihren Beruf als Instrumentenbauerin nicht mehr ausüben. Sie ist auf passiven Musikgenuss aus der Konserve angewiesen. Es fing an mit sehr hohem Blutdruck, starke Kopfschmerzen, Schwitzanfälle, Unsicherheiten in den Füßen und überhaupt totale Schlaflosigkeit. Bei der Restaurierung alter Orgeln war die Frau mit Holzschutzmitteln in Kontakt gekommen. Die Mittel beinhalten sogenannte Pyrethroide als Wirkstoff. Renate Ammer hatte inmitten der Dämpfe gearbeitet. Das Ursprünglichste, was ich erfahren habe, war beim Orgelspiel, beim Anspielen, dass ich die Noten nicht zwar lesen konnte, nicht in die Hände überbringen konnte und schon gar nicht in die Füße. Denn beim Orgelspielen benötigt man das Pedal. Und das war für mich ein unerklärlich, warum ich das plötzlich nicht mehr kann, von jetzt auf gleich. Pyrethroide sind Holz- und Insektenschutzmittel. Damit wird Holz imprägniert oder Ungeziefer vernichtet. Mit Pyrethroiden werden Milliarden umgesetzt. Seit die bisherigen Holzschutzmittel PCP und Lindan wegen ihrer Giftigkeit aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Der frühere Staatsanwalt Erich Schöndorf ermittelte gegen die Manager der Holzschutzmittelfirma Desovac und zeigte das Ausmaß der Schädigung durch PCP und Lindan auf. Da kommen allein Gebäudeschäden in Höhe von 360 Milliarden D-Mark zusammen. Das kann auch ein Großkonzern nicht bezahlen. Sie haben sehr genau gesehen, wenn dieser Prozess verloren geht, dann, so hieß es mal in einem firmeninternen Vermerk, den wir bei einer Durchsuchung gefunden haben, dann brechen die Dämme. Der Prozess zeigte, welche Bedeutung in solchen Fällen Sachverständigen zukommt. Gewogene Gutachter sollten helfen, erinnert sich Erich Schöndorf, die finanzielle Katastrophe abzuwenden und den Konzern zu entlasten. Im Vorfeld hatten sich die Konzerne sehr intensiv mit den einzelnen in Frage kommenden Wissenschaftlern befasst, hatten Listen aufgestellt, wer denn nun genehm und wer nicht genehm ist. Man hatte also sehr gut sondiert. Man wusste genau, wen man
mit Erfolg durchbringen musste, um letzten Endes auch die Prozesse zu gewinnen. Man hatte jedoch nicht mit der Hartnäckigkeit des Staatsanwalts gerechnet. Erich Schöndorf fuhr durch ganz Deutschland und tat, was viele Experten schlichtweg ablehnen. Er suchte die Betroffenen auf. Der gesundheitliche Abstieg ganzer Familien begann mit dem Verstreichen von Holzschutzmitteln. Es waren nicht nur die Menschen betroffen, es waren die Haustiere betroffen. Es waren auch die Zimmerpflanzen betroffen. Mit anderen Worten, das gesamte biologische System war beeinträchtigt. Und die Zusammenhänge waren auch insofern offenkundig, als immer dann, wenn die Leute die Wohnung verließen, eine Besserung eintrat. Wenn sie zurückkamen, brach die Gesundheit wieder zusammen. Erich Schöndorf sammelte hunderte Fallberichte. Er trug 7 Zentner Belastungsmaterial zusammen und legte eine 650 Seiten dicke Anklageschrift vor. Beim Prozess im Frankfurter Landgericht ließen sich Staatsanwalt und Richter von den Titeln und großen Namen der genehmen Gutachter nicht beeindrucken. Wir haben also nicht, wie das üblich ist, nur die letzte Seite der Gutachten gelesen, sondern wir haben das Gutachten von vorne gelesen und haben es überprüft und festgestellt, dass die Dinge nicht stimmten. Da waren selbst Juristen dazu in der Lage zu sagen, diese Gutachten sind falsch. Über den Toxikologen Helmut Greim beispielsweise, auf den sich die Professoren Zilker und Triebig gerne berufen, sagte das Gericht, Professor Greims Aussagen seien mangels klinischer Erfahrung bloß als Meinung einzustufen. Und diese sei durch die Beweisaufnahme widerlegt. Sein Beitrag sei daher kurz und unspezifisch. Die Richter hörten nicht auf genehme Sachverständige. Die Chemiemanager wurden wegen Körperverletzung und Freisetzung von Giften zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Ein bisher einzigartiges Urteil, das jedoch in letzter Instanz aufgehoben wurde. Der Anlass? Ein Sachverständiger. Dieser eine Gutachter, entschied der Bundesgerichtshof, habe sich zu sehr mit der Position der Staatsanwaltschaft identifiziert. Trotzdem ist die Giftigkeit von PCP und Lindan heute wissenschaftlich unumstritten. Die Substanzen wurden aus den Holzschutzmitteln entfernt und sind heute verboten. Als Ersatz kamen die Pyrethroide. Doch bald tauchte bei diesen neuen Holz- und Insektenschutzmitteln der Verdacht auf, dass der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben wurde. Pyrethroide sind chemische Nachbildungen eines natürlichen Wirkstoffes. Doch die chemische Industrie, sagt der Toxikologe Professor Wassermann, habe sich mit diesen natürlichen Substanzen nicht zufrieden gegeben, weil sie nur kurze Zeit wirken. Und jetzt haben die Chemiker so lange daran rummanipuliert und die Strukturen verändert, bis die Stoffe eben lange wirksam sind, also den Fehler des DDT wieder reproduziert, wieder nichts gelernt und hochtoxisch sind auf das Nervensystem. Nicht nur für Insekten, sondern auch für Warmblüter, für Säugetiere, also auch für den Menschen. Eine der Patientinnen, die mit Pyrethroiden in Berührung kam, ist Gabriele Drinkmann. 1988 bezog sie mit ihrer Familie ein Fertighaus in der Nähe von Köln. Das Haus war bei der Herstellung mit verschiedenen Holzschutzmitteln bearbeitet worden. Mit PCP, Lindan und eben auch mit Pyrethroiden. Familie Drinkmann wusste davon nichts. Schon bald nach dem Einzug begannen unerklärliche Beschwerden. Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, unklares Fieber bei den Kindern bis zu 40 Grad, Kopfschmerzen, Hautveränderungen, Kollabieren. Der Gutachter Eckrich hat ein Bedenken geäußert, dass wir da oben nicht hingehen sollen und dass wir da auch keine Sachen lagern sollen. Nur, wie wir hier eingezogen sind 1988 im Oktober, waren nur hier unten die Räumlichkeiten fertiggestellt. Oben existierte kein Raum und wir mussten dort die ganzen Sachen, Papiere, Spielzeug, Bettwäsche, alles, was sie sich vorstellen konnten und hier unten nicht hinpasste, musste da oben hin. Das Zeug hat da circa fast 8 Monate gestanden, ohne zu wissen, was da oben los ist. Mehr als 60 solche Fälle wurden beim BGVV, dem Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin in Berlin, registriert. Diese Nachfolgebehörde des früheren Bundesgesundheitsamts beauftragte den Neurologen Professor Holger Altenkirch vom Krankenhaus Spandau mit einer Studie. Professor Altenkirch sollte begutachten, ob Pyrethroide tatsächlich schwere Krankheiten auslösen. Der Professor wählte 23 Patienten aus, darunter auch Gabriele Drinkmann und die Orgelbauerin Renate Ammer. Anfang 1995 wurde das Studienergebnis präsentiert. Bei nur 6 Patienten hielt Holger Altenkirch eine Schädigung durch Pyrethroide für nicht ganz ausgeschlossen. Zu wenig, um die Substanzen als Verursacher von dauerhaften Gesundheitsschäden bezeichnen zu können. Renate Ammer bezweifelt aufgrund ihrer Erfahrungen die Seriosität dieser Studie. Also ich bin
eigentlich mit viel Optimismus nach Spandau gegangen, weil ich dachte, das ist der Platz, wo mir geholfen wird. Und bin sehr enttäuscht nach Hause gegangen, später noch mehr enttäuscht, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, benutzt worden zu sein, um in einer Studie etwas darzustellen, wo dann hinterher die Ergebnisse vielleicht nicht ganz exakt dargelegt werden. Ich hab heute also den Eindruck, dass dadurch nicht festgestellt werden durfte, was eigentlich möglich war, nämlich dass Pyrethroide genau wie Pentachlorphenol eigentlich sofort verboten werden müssen. Die Patienten erheben heute vor allem gegen Professor Altenkirch schwere Vorwürfe. Schon die Auswahl der Studienteilnehmer sei äußerst merkwürdig gewesen. Vor Beginn der Studie wurde festgehalten, dass nur solche Patienten teilnehmen sollen, die ausschließlich mit Pyrethroiden belastet sind. Nicht teilnehmen sollten Personen, die mit mehreren Giften in Berührung gekommen waren. Gabriele Drinkmann nahm mit den anderen Studienteilnehmern Kontakt auf. Dabei sagt sie, habe sie herausgefunden, dass Professor Altenkirch offenbar genau das Gegenteil getan habe. Es war kaum einer dabei, der tatsächlich nur mit Pyrethroiden belastet ist. Also von 10 Leuten weiß ich, sie waren mischexponiert. Das heißt, Lindan, Pentachlorphenol, Chlorpyrifos, all solche Sachen. Das Problem dabei? Je mehr Giftstoffen jemand ausgesetzt ist, desto schwerer lässt sich ein Stoff als Ursache für eine Krankheit bestimmen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass Holger Altenkirch bloß keine anderen Patienten fand. Eine Frau aus Nürnberg, die nur mit Pyrethroiden in einer noch dazu äußerst hohen Dosis belastet war, hatte sogar von sich aus um Teilnahme ersucht. Aber Professor Altenkirch lehnte sie ab. Sein Argument? Alle Studienplätze seien schon vergeben. Eine merkwürdige Begründung. Am 16. Februar 1994 lehnte Professor Altenkirch die Frau aus Nürnberg ab. Doch erst am 23. Februar, also exakt eine Woche später, lud er Gabriele Drinkmann, in deren Haus neben Pyrethroiden auch PCP, Lindan und sogar Arsen gefunden wurden, schriftlich zur Teilnahme an der Studie ein. In deren Rahmen wurden mehrere Untersuchungen durchgeführt, unter anderem auch Blutanalysen. Doch in keiner einzigen Blutprobe konnten Pyrethroide festgestellt werden. Allerdings bezweifelt selbst der Analytiker, der im Rahmen der Gesamtstudie mit der Durchführung dieser Blutuntersuchungen beauftragt wurde, dass mit solchen Blutanalysen pure Pyrethroide, sogenannte native Substanzen, überhaupt gefunden werden konnten. Denn, so erklärt Dr. Wolfgang Eckrich aus Neustadt, im Blut können zwar hohe akute Pyrethroidbelastungen gemessen werden, Patienten wie Gabriele Drinkmann waren jedoch einer jahrelangen schleichenden Belastung ausgesetzt. Wenn Sie eine chronische Belastung haben, im Niedrigdosenbereich, dann reicht die Konzentration, die Sie tagtäglich jetzt aufnehmen, ob über Nahrungsmittel oder über eine andere Quelle, in der Regel jedoch nicht aus, um die akuten oder die nativen Substanzen im Blut nachzuweisen. Deswegen geht man hier bevorzugt über den Nachweis Urin, was da einfacher ist. Diese sogenannten Metabolite, die Dr. Eckrich anspricht, sind Umbauprodukte von Pyrethroiden, die sich im Urin anreichern. Damit ist ein Nachweis von Pyrethroiden bedeutend leichter möglich als mit Blutanalysen. Tatsächlich veranlasste das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz auch eine Untersuchung dieser Metabolite. Allerdings erst, als Professor Altenkirch mit seiner Studie schon fertig war. Die Begründung? Die entsprechende Analysemethode sei noch nicht ausgereift gewesen, als der Gutachter seine Studie durchführte. Das offizielle Ergebnis dieser Untersuchungen liegt auch heute noch nicht vor. Professor Altenkirch wartete nicht darauf. Er stützte sich auf die fragwürdigen Blutanalysen und schloss dennoch eindeutig kein Hinweis auf chronische Pyrethroidvergiftungen. Doch die Patienten unterstellen ihm auch gravierende Widersprüche in seinen eigenen Aussagen. Im Fall Renate Ammer erstattete Holger Altenkirch kurz vor Beginn der Pyrethroidstudie sogar noch eine Berufskrankheitsmeldung. Damals hatte er klar den Verdacht auf eine berufsbedingte Pyrethroidbelastung. Innerhalb nur weniger Wochen änderte Holger Altenkirch seine Meinung völlig. Eine Vergiftung durch Pyrethroide sei nicht nachzuweisen, sagte er bei Abschluss der Studie. Woher kommt dieser Sinneswandel? Findet sich ausgerechnet bei Professor Altenkirchs Auftraggeber, dem Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz, eine mögliche Erklärung. Dieses, so geht aus den Merkblättern der chemischen Industrie hervor, hat die Pyrethroide nämlich gesundheitlich bewertet, bevor sie auf den Markt kamen. Die Substanzen wurden nach dem Bundesseuchengesetz geprüft und bei sachgerechter Anwendung für unbedenklich erklärt. Hat ausgerechnet die Gesundheitsbehörde den Pyrethroid-Herstellern indirekt einen Freibrief zum milliardenschweren Geschäft mit Pyrethroiden erteilt? Sollte ihr Holger Altenkirch mit einem wissenschaftlichen Gutachten das Eingeständnis ersparen, vor einem möglicherweise gesundheitsschädlichen Produkt nicht frühzeitig gewarnt zu haben?
Wir müssen es wirklich als eine Unterstellung zurückweisen, dass wir hier eine Studie in Angriff genommen haben, hier für Steuergelder nicht unbeträchtliche Maße in Anspruch nehmen, um irgendetwas zu bestätigen, was vorher feststand. Professor Altenkirch selbst teilt auf unsere Anfrage mit, dass er zu keinem Interview bereit ist. Er nimmt jedoch schriftlich Stellung. In keiner Weise, schreibt er, sei eine Beeinflussung von irgendeiner Stelle auf ihn erfolgt. Auch, dass die Studienteilnehmer gezielt falsch ausgewählt worden seien, bestreitet er entschieden. Dieser Vorwurf entbehre jeder Logik. Denn Patienten, die nur mit Pyrethroiden belastet sind, seien schwierig zu finden. Den Vorwurf, sich auf untaugliche Blutproben gestützt zu haben, will Professor Altenkirch gar nicht kommentieren. Diese Untersuchungen seien nicht von ihm, sondern vom Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz veranlasst worden. Pyrethroide werden im Organismus sehr schnell verstoffwechselt. Sodass man davon ausgehen kann, dass wenn Menschen nicht sehr hoch exponiert ist, das heißt bis in den akuten Bereich hinein, man auch Pyrethroide, native Pyrethroide im Blut oder im Serum nicht nachweisen kann. Dennoch sahen wir die Notwendigkeit, hier das zu prüfen, damit man uns anschließend nicht den Vorwurf macht, ihr habt ja nicht mal versucht, im Blut oder im Serum einmal nachzuprüfen. Das wussten wir. Das war bekannt. Damit räumt Professor Link selbst ein, dass im Blut der Patienten ein Nachweis von Pyrethroiden nahezu unmöglich war. Weil man aber diese Substanzen keinesfalls verharmlosen wolle, sei nun eine zweite Studie geplant. Bei der Auswahl des Studienleiters setzte man auf bewährte Zusammenarbeit. Wieder wurde Professor Holger Altenkirch beauftragt. Gutachter gelten schließlich als unantastbare Kapazitäten. Ihre Fachmeinung zählt. Vor Gericht oder bei der Anerkennung von Berufskrankheiten. 1960 wurden 24% der Krankheiten als berufsbedingt und rentenpflichtig anerkannt. 30 Jahre später sind es nur noch 7,5%. Gesetze und um die Bürgernähe der Gesetze. Und mein Kollege Dr. Wolfgang Hinks, der heute hier neben mir sitzt und diese Sendung gemeinsam mit Joe Lesnick und Klaus Unterberger zusammengestellt hat und auch mit Herbert Stern, der heute Live-Regie führt, Dr. Wolfgang Hinks hat eine Reihe solcher Beispiele bei uns in der Redaktion geortet, wo Bürger nicht zu ihrem Recht kommen und völlig alleingelassen werden und sogar noch deswegen, weil sie sich als Bürger engagiert haben, wirtschaftlichen Schaden erleiden dürfen, Dr. Hinks. Ja, für mich ist die Welt leider nicht so in Ordnung wie für Herrn Ingenieur Schubert. Nach dieser Sendung sind vor allem bei den Bürgern, die also überspannt worden sind von 380 Kilovolt Leitungen ist da noch nichts geschehen. Etwa in Niederösterreich oder auch in Tirol haben wir so einen Fall gezeigt. Da ist nach meinem Wissen nichts geschehen. Auf das warte ich immer noch. Das hat mir der Herr Verbunddirektor in die Hand versprochen, dort etwas zu tun. Ein Fall, den ich nennen möchte, ist der von Markus Wilhelm, meinem Kollegen in Tirol, der in Innsbruck sitzt und eine solche Hefte herausgibt, die sich Föhn nennen. Er hat in einem dieser Hefte unter dem Titel Stromkolonie Österreich eine Untersuchung, eine sehr interessante historische Untersuchung der Tiroler Wasserkraftwerke AG ihrer historischen Entwicklung, aber auch ihrer ökonomischen geliefert. Und aufgrund dieser Untersuchung ist er geklagt worden. Ich habe heute erst gerade vorhin, mit einem Vertreter der TIVAG gesprochen. Es wird dem Kollegen Wilhelm vorgeworfen, dass er die TIVAG als Lügner, als Bedroher und sogar beschuldigt hat, Kriegseinrichtungen der NATO auf ihrem Gelände zu unterhalten. Das wirft man ihm vor und die
Vertreter der TIVAG sagen, dass Verluste in Millionenhöhe dadurch entstanden sind. Man müsse das etwa durch die Werbung jetzt wieder aufheben. Das alles, was also Herr Wilhelm hier, was ihm vorgeworfen wird, sei also unwahr. Und man kann sich also vorstellen, wenn es hier um Millionen geht, dass der Markus Wilhelm, der von einem armen Richter vertreten wird, es hier nicht leicht hat und dass er ein Fall für viele andere ist, die also hier offensichtlich unter massiven Druck genommen werden, um ihre Kritik vielleicht in Zukunft nicht mehr anzubringen. Ja, und da bleiben wir gleich bei Bürgern, die aufgrund ihrer Aktivitäten geklagt wurden. Bei uns ist im Studio Frau Monika Langthaler. Sie war schon einmal hier in Argumente. Sie hat sich seitens des Öko-Institutes für eine Bürgerinitiative eingesetzt. Und das Ergebnis war dann was, Frau Langthaler? Ja, wir haben im April letzten Jahres eine kritische Stellungnahme zu einer geplanten Sonderabfalldeponie erstellt, und zwar im Auftrag von zwei Bürgerinitiativen. Und das Resultat oder die Antwort der Firma Berger GmbH, die die Deponie betreiben möchte, war eine Millionenklage mit einem Streitwert von 1,1 Millionen Schilling. Also sowohl das Ökologieinstitut als auch der Sprecher der Bürgerinitiative ist privat auf diese Summe geklagt worden. Und das scheint mir, also hier sieht man im Filmbeitrag den Abfall, um den es sich hier handelt. Das ist der sogenannte Aluminiumschlackenstaub, ein sehr gefährlicher Abfall, den diese Firma in einer Ziegelgrube in Solenau deponieren wollte. Und die Firma hat eigentlich sofort den Weg der Konfrontation gesucht. Das heißt, eine wirkliche Diskussion, eine sachbezogene Diskussion, auf die haben sie sich nicht mit uns eingelassen. Und dadurch, dass ich sehr viel mit Bürgerinitiativen in Österreich auch zu tun habe, merke ich, dass das eigentlich ein gängiger Weg ist. Also es wird nicht die Diskussion gesucht, sondern sofort die Konfrontation und im ärgsten Fall ebenso wie bei uns eine Millionenklage. Gestern war die erste Hauptverhandlung. Ja, gestern war die erste. Hat es da Neues gegeben? Es gibt nicht viel Neues. Wir sind noch immer geklagt. Wir haben einen Teil der Klage abwenden können, und zwar die sogenannte einstweilige Verfügung ist sowohl in erster Instanz als auch in zweiter Instanz vom Gericht zurückgewiesen worden. Also das ist sicherlich ein Erfolg für uns bisher. Ja, und wir haben natürlich heute auch die Firma eingeladen gehabt. Leider ist niemand gekommen, aber Dr. Hingst hat einen Brief gekriegt, den er uns kurz hier erklären wird. Der Anwalt der Firma, Dr. Ernst Schilcher, hat uns geschrieben, einen längeren Brief, aber die entscheidenden Stellen sind ganz kurz erwähnt. Er meint, wird an der Sendung nicht teilnehmen und auch kein Vertreter der Firma, weil es hier um Gesprächspartner ginge, die zur Sache nichts beitragen könnten, außer allgemeine persönliche Vorstellungen, die aber für eine große Allgemeinheit von keinerlei Informationsgehalt sind. Er spricht in dieser Passage nur von seiner Person. Und so ist, sagt er noch weiter, dies zweifellos auch, nämlich die Sachdiskussion, ein diskussionswürdiges Thema, das aber in wenigen Sätzen einem breiten Publikum weder dargestellt noch verständlich erklärt werden kann. So begründet er also die Nichtteilnahme von ihm selbst und oder einem Vertreter der Firma. Ja, wir haben also über diese Mülldeponie und über dieses Projekt schon sehr ausführlich in Argumente hier gesprochen. Offenbar ist uns das nicht gelungen, aber wir stellen natürlich Herrn Dr. Schilcher und der Firma weiterhin gerne hier zur Verfügung. Ein weiterer Studiogast aus einer Argumentesendung ist heute bei uns, nämlich Herr Markreiter, Herr Friedrich Markreiter, Sprecher der Bürgerinitiative in Brixlegg. Wir haben über Brixlegg ja mehrmals berichtet in Argumente, mit wechselndem Erfolg, und ich würde sagen, am Schluss haben wir dann doch recht gehabt. Herr Markreiter, aber Sie sind auch geklagt worden. Ich glaube, der Streitwert liegt bei 1,5 Millionen Schilling. Ich habe von der Modernwerken Brixlegg eine Klage bekommen, auf Kreditschädigung, wie Sie sagen, auf 1,5 Millionen Schilling Streitwert. Ich habe als Sprecher der Bürgerinitiative für gesunde Umwelt in Brixlegg und Umgebung Ende Mai eine Pressemitteilung verfasst und veröffentlicht, wo ich mich beklagt habe über die weiterhin anhaltende Schwermetall- und Dioxinbelastung dieser Gegend. Wir hatten ja schon vorher die höchsten Dioxin-Emissionswerte in der Luft, die jemals auf der Welt gemessen worden sind. Und ich habe in dieser Presseaussendung mitgeteilt, dass die Nachverbrennungsanlage, die schon jahrelang versprochene und 1984 von der Berghauptmannschaft schon geforderte Nachverbrennungsanlage, immer noch nicht mit dem Bau begonnen worden ist.
Ich habe mich da berufen auf eine Aussendung der Montanwerke selber, die in einer Sonderbeilage der Tiroler Tageszeitung vom 21. Mai veröffentlicht worden ist, wo drinnen steht, dass schon im Juni mit dem Baubeginn der Anlage zu rechnen ist. Meine Aussage stammt vom Mai. Die Marktgemeinde Brixlek hat am 8. Mai eine Aussendung an alle Haushalte gemacht, wo drinnen steht, dass durch die erst Mitte Juni beginnenden Arbeiten am Schachtofen eine Abnahme der Dioxinbelastung zu erwarten ist. Was war dann, Herr Margret, der Gegenstand der Klage? Warum Gegenstand sind Sie jetzt auf 1,5 Millionen geklagt? Ja, worden? Ich kann mir also nur vorstellen, dass die Montanwerke Brixlek eine sehr rührige und sehr aktive Bürgerinitiative mundtot machen will mit dieser Klage, dass sie die Existenz meiner Person vernichten will und dass sie dadurch Druckmittel und eine Einschüchterung versuchen will, um die Bürgerinitiative eben mundtot zu machen. Ein Hauptgrund dürfte sein, dass die Bürgerinitiative im Jahr 87 bei der Staatsanwaltschaft in Innsbruck eine Strafanzeige erhoben hat gegen die Montanwerke, eben aufgrund dieser misslichen Umstände, und daraufhin der Staatsanwalt eine Anklage gegen die Montanwerke wegen fahrlässiger Gemeingefährdung zusammengestellt hat. Ich muss ja sagen, ich war nicht der Einzige, der die Staatsanwaltschaft damit beschäftigt hat. Es hat damals auch die Landesforstdirektion mit Einverständnis des zuständigen Tiroler Regierungsreferenten mit den Staatsanwalt mit dieser Sache befasst. Also es handelt sich da hier eindeutig um eine Klage, die die Existenz und die Person von mir vernichten will. Ja, danke, Herr Margreiter. Herr Direktor Dr. Peter Müller von den Montanwerken in Brixlek, wollen Sie das jetzt tatsächlich, die Existenz und die Person des Herrn Margreiter, vernichten und die Bürgerinitiative mundtot machen? Das wollen wir bei Gott nicht. Ich bin froh, dass die Frau Langteiler vorher zu Wort gekommen ist und geschildert hat, wie in ihrem Fall die Situation war, dass man also sofort auf Klage, auf dem Klagsweg übergegangen ist, dass man sofort versucht hat, hier offensichtlich Schritte zu unternehmen, um einzuschüchtern. Das war bei uns bei Gott nicht der Fall. Die Bürgerinitiative hat vor kurzem mit großem Aufwand, medialem Aufwand zumindest, ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Das heißt also, wir sind schon 10 Jahre mit der Bürgerinitiative konfrontiert. 5 Jahre, sagt der Herr Margreiter. Voriges Jahr war es 5 Jahre, heuer 6 Jahre. Ja. 6 Jahre. Haben Sie nicht Ihr 10-jähriges gefeiert? Na, so lang gibt es noch nicht, das leugnet er. Bitte. Mir kommt es schon vor, als ob es 10 Jahre. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Wir haben versucht, am Anfang in Gesprächen Kontakt zu finden und hier aufklärend zu wirken. Das ist nicht gelungen. Herr Margreiter und die Bürgerinitiative, aber er als Sprecher, sind sehr massiv vorgegangen. Und leider mussten wir feststellen, dass in seinen medialen Äußerungen, in seinen Presseaussendungen, in seinen Pressekonferenzen nicht immer nur die Wahrheit zu finden war. Und wir haben ihn darauf aufmerksam gemacht. Ja. Darf ich aussprechen, Herr Margreiter? Ja, tun wir den Herrn Direktor jetzt einmal nicht unterbrechen. Er will ja erklären, warum Sie geklagt wurden, falls Sie es noch nicht wissen, Herr Margreiter. Wir haben, nachdem das nicht gefruchtet hat, im Jahr 1987 durch einen Rechtsanwalt aufgrund verschiedener falscher Behauptungen ihm einen Brief schreiben lassen und ihm noch einmal darauf hingewiesen, dass wir nicht gewillt sind, falsche Behauptungen zu akzeptieren. Es war dann eine Zeit Ruhe und jetzt ist es wieder losgegangen. Und mit dieser Aussage, wir haben nichts getan, wir haben immer noch nichts getan, obwohl wir sehr lange schon was versprochen haben, trifft natürlich bei uns einen sehr sensiblen Kern. Ich glaube, gerade Sie und Ihr Team weiß, wir haben Probleme gehabt, wir haben immer noch Probleme, da stehen wir nicht an und da stehe ich nicht an, das zu bestätigen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan und tun es noch. Und man weiß ja auch, wer die Industrie kennt, dass man hier, um Lösungsvorschläge, neue Lösungsvorschläge zu finden, vor allem auf Technologien zurückgreifen muss, die zum Teil ja noch gar nicht vorhanden sind. Das heißt also, wir haben sehr, sehr viel Forschungsarbeit leisten müssen. Wir haben aber immer sofort, sobald es irgendwie technologisch nur möglich war, reagiert. Und mit seiner Aussage, wir tun nichts, trifft er gerade uns in einem Punkt, wo wir sehr, sehr heikel sind. Denn er trifft uns ja auch in unserer Glaubwürdigkeit. Und das ist wieder eine absolut falsche Aussage, denn selbst Mitglieder seiner Bürgerinitiative konnten sich anlässlich der Eröffnung der Elektrolyse persönlich davon überzeugen, dass wir mit diesem Thermoreaktor, das eine Form einer Nachverbrennung, bereits begonnen haben. Wir haben ihn im Dezember bestellt
Er wird jetzt, er ist gestern eingetroffen, er wird jetzt eingebaut. Wir haben den Ofen abgestellt. Wir müssen ihn natürlich anschließen zu einer Zeit, wo der Ofen steht. Aber mit dem Bau, mit der Bestellung, aber auch mit dem Bau im Werk, wurde bereits längst vor dem Zeitpunkt begonnen, wo Herr Margreiter noch behauptet hat, es geschieht nichts. Ja, danke, Herr Direktor. Herr Margreiter, darf ich nur eines bitte klarstellen? Ja. Es ist uns natürlich jetzt nicht möglich, also den Grund der Klage hier auszudiskutieren, weil dazu sind ja erstens die Gerichte da und die haben ja also sehr viel länger Zeit als wir in Argumente. Der Herr Direktor sagt, Sie hätten unwahre Behauptungen verbreitet. Sie sagen natürlich, das stimmt nicht und Sie können Ihre Aussagen belegen, wie ich weiß. Sie haben es sogar hier. Ich möchte jetzt natürlich, wie gesagt, den Disput nicht im Detail hier fortführen. Wir wissen, warum eine Bürgerinitiative auf 1,5 Millionen geklagt wurde. Und Sie sind jetzt der Betroffene und sehen das als Mundtotmachen, als vernichtende Existenz. Wir haben heute hier einen Rechtsanwalt, der sich auskennt. Ich möchte aber nur ganz kurz dazu sagen, dass ich in meiner Presseäußerung sehr wohl bemerkt habe, dass die Montanwerke manche Maßnahmen in die Wege geleitet haben, aber sie sind uns noch zu wenig. Ja. Wir haben jetzt statt 300% Überschreitung an Schwermetall nur 150%. Das wären ja die Argumente, die dann der Richter abzuwägen hat und der dann zu entscheiden hat, ob sie jetzt tatsächlich die 1,5 Millionen zahlen müssen oder nicht. Aber wir wissen jetzt, warum Sie... Bitte auch noch einen Satz. Eine Sache, auch das eine Richtigstellung, oder wenn ich auf unwahre Behauptungen hinweise, brauchen Sie nur heute eine Tageszeitung aufschlagen, wo drinnen steht, wo sich der Herr Margreiter darauf beruft, wir hätten ihn auf 1,5 Millionen Schilling Schadenersatz geklagt. Das stimmt nicht. Wir haben gegen ihn eine Zivilrechtsklage eingebracht nach § 1330 ABGB wegen Ruf- und Kreditschädigung, wobei der Streitwert mit 1.500.000 Schilling bewertet ist. Das hat mit einer Schadenersatzklage auf 1,5 Millionen überhaupt nichts zu tun. Na gut, das haben wir jetzt ja auch Gott sei Dank richtigstellen können, aber im Prinzip, glaube ich, ist das Problem jetzt einmal so weit geklärt, warum und weswegen hier geklagt wurde. Herr Dr. Prader, meine Kollegen haben mir hier aufgeschrieben, Frage, ist das eine neue Strategie, Bürgerinitiativen durch Millionenklagen zu beeinflussen, einzuschüchtern, sagen wir einmal so? Ich muss Ihnen vorerst recht geben, es ist nur die Bemessungsgrundlage, aber um die geht es ja auch gerade. Und die hohe Bemessungsgrundlage, die Sie genommen haben, zeigt ja ganz deutlich, dass es Ihnen nicht um die Unterlassung dieser läppischen Behauptung geht, sondern wirklich um jemanden, der sich mit Ihnen kritisch auseinandersetzt, mundtot zu machen. Denn nicht die 1,5 Millionen spielen die Rolle, sondern die Kosten. Und je höher der Streitwert ist, desto höher sind die Kosten. Wenn es Ihnen wirklich darum geht, dass er das unterlässt, dann machen Sie einen Streitwert von 30.000 Schilling, weil dann wird er sich den Prozess leisten können. Sie verdienen Geld damit, dass Sie dort die Umwelt verschmutzen, er kämpft dagegen an und mit dem Geld, was Sie da verdienen, tun Sie ihn von den Kosten her niederprozessieren. Und das ist auch der eigentliche Sinn und Zweck dieser Klagen. Es geht nicht so sehr darum, ob jetzt etwas behauptet oder nicht behauptet wird, da müssen wir ununterbrochen klagen und hin und her klagen, weil ununterbrochen kontroversielles behauptet wird. Es war beim Öko-Institut dasselbe. Diese Klagen häufen sich jetzt und ich führe das schon darauf zurück, dass der Widerstand kompetenter wird, dass die Verfahren besser geführt werden, soweit eine Parteienstellung eingeräumt ist, dass es für die Betreiber immer schwieriger wird, gegen die Bürgerinitiativen und Parteienanlagen oder Ähnliches durchzusetzen und dann kommt man mit diesen Klagen. Und die haben ja eine unglaubliche Beispielwirkung, weil jeder, der sich engagiert, und ich sehe das bei den Klienten und den Bürgerinitiativen, die kommen, die haben einfach ungemeine Angst und fragen, was kann mir da passieren? Was tue ich, wenn ich 10.000 Schilling verdiene und so eine Klage bekomme, da bin ich ruiniert. Und darum sind die wirklich grundsätzlich abzulehnen und haben auch nur diesen Zweck. Ja, danke, Herr Doktor. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir jetzt nämlich mitten im politischen Bereich und da möchte ich jetzt eine kleine Zwischenrunde einfügen. Bei uns hören sehr aufmerksam drei Spitzenpolitiker zu. Wenn ich von rechts nach links hier beginnen darf, der Wiener Umweltstadtrat Dr. Heipel, Frau Abgeordnete Ederer und Herr Kanzleramtsminister Ingenieur Ettel. Alle drei Herrschaften sind mit Bürgerinitiativen und Bürgeranliegen beschäftigt. Und Frau Abgeordnete Ederer ist heute hier aus aktuellem Anlass bei uns zu Gast, denn im Parlament wurde ein Ausschuss gegründet, dessen Vorsitzende Sie sind, Frau Abgeordnete. Der Ausschuss soll nun das tun, was wir heute hier fordern und antrieren, nämlich Bürgern beistehen, wenn ich richtig informiert bin. Stimmt das so? Was sagen Sie jetzt zu diesen Anliegen, die hier am laufenden Band sozusagen vorgebracht wurden? So ist es gedacht. Also ich sehe einmal meine Aufgabe und die Aufgabe des Ausschusses darin, dass man genau diese Frage, die Frau Langtal und der Herr Bürgermeister angeschnitten hat, dass es einfach nicht miteinander diskutiert wird, sondern gleich zu Klagen kommt, dass das versucht wird,
abzustellen oder zu versuchen, Diskussionen überhaupt einmal in Gang zu bringen. Und die Möglichkeit gibt es jetzt dadurch, dass österreichische Staatsbürger 500, wenn sie unterschreiben, sich direkt ans Parlament wenden können und damit das Parlament sich öffnet für Anliegen direkt der Bürger und der Menschen. Aber wie schaut das im Detail aus? Also Bürgerinitiativen haben normalerweise 500 Mitglieder, also die unterschreiben, wenden sich jetzt an Sie oder an